Die nächste Patientin von Gynäkologin Christina Trautner bangt sowohl um ihre eigene Gesundheit als auch um das Wohl ihrer Tochter. Ich habe hier das von meinem Hausarzt, hat mich zu Ihnen überwiesen. Und, ich vergesse im Moment so vieles. Ich bin müde, ich bin antriebslos. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist komplett durcheinander und schlafe so gut wie nicht. Werd immer wach. Mir tun die ganzen Knochen tun mir dann auch immer weh und hab dann immer Büschel dann in der Hand drin, wenn ich dann so durch die Haare gehe. Zeigen Sie mal, wie viel ist denn das? Schau mal. Ach, das ist ja richtig Haare. Und ich habe Angst, dass so ich dann... So viel? Ja. Und wollte das jetzt abklären, ob das jetzt mit den Wechseljahren zu tun hat. Ich finde es auf jeden Fall lieb, dass Sie sich um Ihre Mutter kümmern. Dass Sie hier sind, Sie jetzt begleitet haben. Auch wenn Sie ja so ein bisschen, ne? Meine Mutter ist durch den Wind. Das ist ja schon so ein Hammer. Ja, das stimmt. Aber leider nicht mehr lange. Weil ich ziehe jetzt bald mit meinem Freund nach München. Ah, okay. Genau. Okay, und wer ist dann hier noch für Ihre Mutter? Gibt es da noch jemanden? Gibt es einen Vater? Nein. Ach so. Nein. Sie zieht da mit Max. Ja, das ist mein Freund. Max. Okay, alles klar. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wenn man hinterher rauskriegen würde, Sie müssten Hormone nehmen, geht nichts ohne eine Untersuchung. Ich muss Brust abtasten, muss einmal in den Bauch reingucken, wie die Eierstöcke aussehen, was mit der Gebärmutter ist. Wir machen den Abstrich. Wir machen einmal jetzt das Programm und dann sind Sie damit durch. Einverstanden? Okay. Ja? Wir beide fangen jetzt als erstes wie beim Hausputz von oben nach unten. Wir fangen oben an, machen nachher unten weiter. Einverstanden? So. Ich möchte dich aber dann bitten, dass du dann so lange draußen wartest bei der Untersuchung. Ja, klar. Ja, klar. Ich warte draußen. Ja, bis gleich. Der Hausarzt von Frau Freimann hatte das nach Abklärung anderer Sachen auf die Wechseljahre bezogen und hat sich bei uns einen Hormonspiegel erbeten. Und es hätte sein können, vom Alter her 45 hätte es sein können, aber ich bin da immer vorsichtig, sowas direkt auszusprechen. Tja, das wird ja einsam ohne Ihre Tochter, ne? Wenn die weg ist. Ja. Meine Güte. Ich glaube auch nicht dran, dass das Richtige ist. Aber mit dem Kerl? Ja, der studiert, ist ein Dauerstudent im Moment und verlangt von meiner Tochter jedes Mal Geld und was hat mich sogar schon Geld? Wofür ja, weil Geld? Er kein Geld hat. Der geht ja auch nicht arbeiten. Wie, der kann einen Job als Student nebenbei machen? Dann hat er sich bei mir schon Geld geliehen. Und also ich glaube nicht dran, dass... Haben Sie das denn gemacht? Haben Sie ihm Geld geliehen? Ja, wenn meine Tochter mit ihm zusammen ist, was soll ich denn machen? Weiß Ihre Tochter das denn überhaupt, dass er sich bei Ihnen Geld geliehen hat? Nein. Mama Tina steht Celines Umzug verständlicherweise kritisch gegenüber, behält ihre Bedenken aber bislang für sich. Und dies ist längst nicht das Einzige, was die Alleinerziehende vor ihrer erwachsenen Tochter verbirgt. Ich muss ja nicht sagen, dass da Implantate drin sind. Das wissen Sie ja wohl selber, ne? Ja. Oder haben Sie jetzt gedacht, ich fühle die nicht? Darum sollte meine Tochter auch rausgeben. Ich wollte nicht, dass die weiß das gar nicht? Nein. Warte, ich muss hier nochmal zu Ende. Die weiß das gar nicht? Nein. Und warum nicht? Das ist doch kein Verbrechen. Ja, weil mein Ex-Mann damals, weil meine Brüste unterschiedlich groß sind oder waren, hat er halt immer darauf rumgeritten und hat dann gesagt, eine Brust-OP wäre dann halt besser, damit das gleichmäßig aussieht, vor 15 Jahren. Dann haben Sie das aus Liebe gemacht zu ihm? Ja, danach war es am Ende. Und Ihre Tochter sollte das nicht wissen? Nein. Warum nicht? Sie soll nicht wissen, was das für ein Mensch gewesen ist, ihr Vater. Sie sollte aber auch nicht wissen, dass ich das halt wegen ihm gemacht habe, dass er darauf gedrängt hat und dass ich es dann gemacht habe, um halt die Ehe zu retten. Und, mein Gott, das ist ja viel auf einmal. Jetzt mach mal nächste Etage, okay? Bei der gynäkologischen Untersuchung war alles in Ordnung. Und das Einzige, was jetzt noch ausstand, waren die Hormone. Und vielleicht gibt es da einen Grund, woher wir dann später wissen, warum die Beschwerden da sind. Schmerzen, Abgeschlagenheit und Haarausfall. Was wirklich für Tinas Beschwerden verantwortlich ist, soll nicht nur die Patientin selbst umhauen. Zwei Tage darauf ist die 45-Jährige erneut bei Gynäkologin Christina Trautner. Diese Glieder- oder Gelenkschmerzen, ich habe letztes Mal überhaupt nicht gefragt, was machen Sie jobmäßig? Ich arbeite im Lager, klar viel mit Kartons packen und heben. Sie sind ja eine ganz zierliche, Sie sind ja eigentlich nicht so ein Gavenzmann. Ach, das geht, das ist... Können Sie davon nicht die Beschwerden auch haben? Hab das mal orthopädisch abklären lassen? Alles schon, alles. War schon? War schon. Und da ist nichts rausgekommen? Nein. Knochendichte ist in Ordnung, da ist alles auch nichts. Mit den Knochen ist soweit alles in Ordnung. Müssen wir
Auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Ja, das juckt, juckt und brennt so ein bisschen. Wie ist das? Habe ich erst vor 2 Tagen geguckt. Was ja, ist mir da? Ist da, ja, mir ist da so ein kompletter Karton. Zeigen Sie mal, was ist das denn? Hier draufgefallen. Aber da ist, eigentlich ist da eigentlich nichts. Das was ist denn das? Es juckt und brennt halt so ein bisschen. Aber das sieht ja aus wie abgeschraubt oder wie eine Narbe. Wissen Sie was? Ich mach mal, ich habe eigentlich ganz wenig Zeit, aber ich mache jetzt einfach mal schnell noch einen Ultraschall. Was ist denn bei der Bluterntersuchung rausgekommen? Ha, das wollte ich Ihnen eigentlich zum Schluss erst sagen. Sie haben keine Wechseljahre. Sie können sich freuen. Der Hormonstatus bei Frau Freimann hat gezeigt, dass die noch eine ganz flotte junge Frau ist. Keinerlei Verdacht oder Hinweis auf Wechseljahre. Also damit sind wir nicht weitergekommen. Ich will auch gar keine lange Geschichte machen. Nur einmal mir diese eine Ecke da angucken. Das wird ja auch irgendwann ein blauer Fleck sein, wenn Sie das sagen. Das tut auch ein bisschen weh, ne? Also muss ja. Ich auch ganz ehrlich sagen, das ist... Sobald also, da ein bisschen Druck drauf können kommt. Sie das noch einen kleinen Moment halten? Ja, ja, klar. Ein bisschen dichter rangehen hier mit dem Bild. Ich sehe hier das Implantat, sehe ich hier irgendwo, den Rand. Aber so richtig schön, ne, kann ich das nicht sehen. Im Ultraschall konnte ich an der Brust nichts Auffälliges entdecken, aber ich konnte auch nicht mit meinem Schallkopf durch das Implantat durchgucken. Und deswegen war es einfach in Ordnung zu sagen, hier ein MRT muss her. Zum jetzigen Zeitpunkt ahnt niemand, dass die Patientin mit jeder 9 Stunden in größerer Gefahr schwebt. Als Celine ihre Mutter abholen will, ist die 23-Jährige überrascht, dass diese gerade in der Radiologie der Klinik am Südring durchleuchtet wird. Wir hatten Glück. Wir haben eine ganz schnell, hat gerade eine Patientin scheinbar da abgesagt. Wir hatten super Glück, dass wir den Termin bekommen haben. Ja. Also das hat sich einfach so... Gehen wir jetzt los oder wir müssen ja noch zum Baumarkt? Ja, ich weiß nicht, Mama ist im Krankenhaus und ich will jetzt am besten rüber. Ja, aber Celine, das ist doch jetzt nicht unser Problem. In 2 Stunden macht der zu. Ja, aber Max, du musst noch zur Bank, wann willst du das alles machen? Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Kaution. Ja, Max, ich weiß das, aber mir ist das gerade irgendwie wichtiger. Ich weiß nicht, was mit meiner Mama ist und wir können das ja auch später machen. So, ich gehe jetzt in den Baumarkt und kaufe die Tapeten und schreck das Geld vor. Aber ich brauche das zurück. Das heißt, wir müssen noch zur Bank gehen und wir brauchen auch Geld für die Kaution. Das heißt, kündige am besten deinen Bausparvertrag, wie verabredet. Ja. Ja, aber Max, wie gesagt, ja, mach das so. Darf ich mal ganz kurz mich dazwischen schalten? Das fand ich nicht nett, dass Sie sich nicht mal vorgestellt haben, aber egal. Sie können ruhig fahren. Denn die radiologischen Untersuchungen von Celines Mutter Tina werden noch gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Gynäkologin Christina Trautner empfängt in der Zwischenzeit eine ebenso aufgeschlossene wie reiselustige 25-Jährige. Ich war im Urlaub auf Mallorca und dort habe ich einen Mann kennengelernt. Das ist auch toll. Ja, ist auch ein toller Mann. Allerdings, es könnte sein, dass ich mich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert habe. Also ich habe echt große Sorge. Ich denke, dass da ich einen juckenden Ausschlag im Intimbereich habe. Und es macht mir wirklich große Angst. Also. Das ist nur ein Jucken, ein Ausschlag mit Jucken. Das ist kein Ausfluss, das ist keine Flüssigkeit. Nein. Das blutet nicht, das sind keine Bläschen, nichts. Ja, dann muss ich gucken. Frau Brandt kam aus dem Urlaub aus Mallorca zurück, auf der einen Seite verliebt und glücklich, auf der anderen Seite mit einem ganz blöden Gefühl im Nacken, oh, vielleicht habe ich mir da eine Geschlechtskrankheit geholt. Und da wäre sie nicht die Erste, bei der das so gewesen wäre. Sie werden das jetzt auch gleich sehen, ich habe ein Piercing. Wenn Sie meinen, dass ich ja schon, dass hier noch viele Sachen gibt, die wir nicht kennen, muss ich Sie enttäuschen. Ah, das ist ja ein süßes Piercing. Aber das ist ein bisschen an der Oberfläche so abgeschrabbelt. Ne? Wie kommt denn das? Ist das so gewesen von Anfang an, dass das so eine raue Oberfläche hat? Das sieht ja witzig aus. Der, ja, Enrico, also der Mann im Urlaub, der hat auch ein bisschen mitgespielt. Also, mit dem Piercing? Ja. Und genau da ist auch diese Ecke, ne? Die so sehr rot und so ein bisschen fast wie aufgequollen und kaputt ist. Kannst du mir mal einen bakteriologischen Abstrich geben, dass wir das mal einmal angucken? Ich vermute, das ist eine Allergie, aber wir müssen erst mal gucken. Bei genauerer Betrachtung wird ersichtlich, dass der Ausschlag ausschließlich im Bereich des Intimpiercings liegt, an dem sich Sabrinas Urlaubsbekanntschaft besonders erfreut hat. Der Allergieverdacht scheint sich also zu bestätigen. Können Sie Nickel auf dem Bauch tragen? Können Sie, wenn Sie die Jeanshose anziehen, ne? Kann Ihnen das mal passieren, dass es da ein Jucken gibt, wo der Knopf sitzt? Ja, also
Ich hatte schon mal hier eine Rötung, wo der Knopf sitzt. Aber ich verstehe das jetzt nicht ganz, weil eigentlich sind doch Piercings nickelfrei. Also das steht doch da immer Da steht viel drin. Ne? Nickelfrei bedeutet, die müssen nur an der Oberfläche ohne Nickel sein. Aber wenn die Oberfläche beschädigt ist, dann haben sie das Nickel schön in der Hand oder an der Haut. Und wenn sie das schon am Bauchnabel hatten, da wo der Jeansknopf sitzt, dann ist das ganz häufig wirklich eine Nickelallergie. Der Freund von der Frau Brandt, dem hat das Piercing so gut gefallen, dass er sich mit dem intensiv beschäftigt hat. Und wahrscheinlich ist in dem Zusammenhang, brauche ich ja nicht noch genauer zu erklären, die Schutzschicht verschwunden. So, und dann ist das Nickel ausgetreten. Und dann haben wir ganz schnell da unten den Befund, den ich sehen konnte. Eine Salbe in Kombination mit einem neuen Piercing wird bei Sabrina für vollständige Heilung sorgen. Komplizierter soll sich die Genesung von Patientin Tina darstellen. Tags darauf platzen gleich mehrere medizinische und private Bomben. Ich habe noch keine Aufnahme vom MRT. Wir haben so schnell den Termin bekommen, das haben die uns noch nicht rübergeschickt. Ich habe aber den Befund. Und jetzt muss ich was sagen, was eigentlich Ihre Mutter Ihnen sagen muss. Warum wir da so ein MRT von der Brust gemacht haben. Ist irgendwas Schlimmes? Nein, ich muss dir was sagen, pass auf. Und zwar, ich habe mir vor 15 Jahren Implantate einsetzen lassen. Aber ich habe es nicht freiwillig getan, dein Papa wollte das unbedingt. Ich habe es aus Liebe zu deinem Papa damals gemacht. Und danach ist er ja dann gegangen. Du hast dir jetzt... Du hast dir Implantate einsetzen lassen, aber warum geht's dir denn nicht gut? Die ganzen Beschwerden kommen. Wir haben ein MRT von der Brust machen lassen und haben gesehen, das Implantat, das eine, ist geplatzt. Das hat ein Leck. Das ist 15 Jahre alt. Das ist total alt. Ne? Das ist, fass das mal an, ihr zwei, damit ihr das mal in der Hand gehabt habt. Das ist ein kleines Implantat. Ne? Und dies hier, das ist ein kaputtes. Gucken Sie sich das mal an. Der ganze Krempel, der da drin war, das sehe ich. Weißt du, das ist jetzt alles in. Geht, läuft in meinem Körper. Ja, das ist wie so eine, im Grunde genommen wie eine Art Vergiftung, muss man fast schon sagen. Ne? Aber was mache ich denn jetzt, wenn das jetzt schon im Körper drin ist? Was schätzen denn, was wir jetzt machen mit dem kaputten Ding? Was würden Sie denn machen, wenn Sie zu Hause ein kaputtes Glas haben? Klar, rausholen, aber. Wegtun. Aber wie. Ne? Geht der Rest denn aus meinem Körper dann raus? Geht das einfach wird von erst selber? Im Laufe der Zeit muss ich das alles abbauen. Wir können also es baut sich selber ab. Wir haben nichts, womit wir das rausmachen können, womit wir es rausholen können. Der Vorteil im Vergleich zu früheren Implantateinlagen ist der, früher hat man das Implantat einfach einen kleinen Schnitt an der Brust gemacht und unter das Brustdrüsengewebe untergesetzt. Heute muss man sich das vorstellen, will es für einen Laien erklären, ich mache einen kleinen Schnitt und dann nehme ich wie einen Tortenheber, hebe den Brustmuskel hoch und schiebe dann in diese Lücke das Implantat ein. Das heißt, das Implantat ist durch den Muskel noch geschützt. Das hat mehr Halt, das hat mehr Stabilität und geht nicht so schnell kaputt. Sodass, wenn es ein gutes Teil ist, das Ganze heute wirklich lange liegen gelassen werden kann. Also warum hast du dir jetzt Implantate einsetzen lassen? Das hatte ich dir ja eben schon versucht zu erklären. Das Problem, ich sehe Parallelen zwischen deinem Papa und Max. Du machst... Ich habe das Gefühl, du machst genau denselben Fehler, den ich damals gemacht habe. Aus Liebe. Du gehst aus Liebe, gehst du mit. Aus Liebe bezahlst du alles. Du vergisst dich dadurch. Ich wollte es dir auch nie erzählen, aber er hatte sich Geld geliehen. Und ja, weil er kein Geld hattet. Daraufhin hat er mich gefragt, ob ich ihm Geld leihen kann, weil ihr beide im Moment pleite seid. Und daraufhin habe ich ihm Geld geliehen. Ja, die Frau Freimann, die wollte auf der einen Seite ihrer Tochter den Umzug nach München nicht versauen, aber die wusste auch auf der anderen Seite ganz genau, so kann es werden, wenn man etwas aus Liebe macht, hinter dem man vielleicht nicht unbedingt steht. Ja, warte mal, Max hat mir gerade ein Audio gemacht. So, kannst du mir bitte jetzt eine klare Ansage machen? Wie sieht's aus, kommst du jetzt mit nach München oder nicht? Sonst ist es auch vorbei hier mit uns. Da setzt sich sowas von unter Druck. Weißt du was? Hey Max, ja, kann ich dir sagen, ich komme nicht mehr nach München. Bis bald. Oh. Wie jetzt du? Ja, ich komme nicht mehr nach München, dann ist es vorbei. Und was ist mit deinem Bausparvertrag? Hast du den schon gekündigt gehabt? Nein. Ach, weil der Bausparvertrag, das ist eine Liebeserklärung für sie. Ich bin der Bausparvertrag. Dir geht's gut, Mama. Du musst jetzt erstmal wieder gesund werden.
Seit Patientin Tina beide Brustimplantate erfolgreich entfernt wurden, sind all ihre Symptome abgeklungen. Die 45-Jährige fühlt sich mittlerweile wieder pudelwohl. Auch weil sich Tochter Celine endgültig von Max getrennt hat und inzwischen mit einem liebevolleren Mann zusammen ist.